Das ist Vincent Vermey. Der Stürmer des SC Freiburg ist zurzeit richtig gut drauf. Traf zuletzt beim 1:0 Auswärtssieg in Osnabrück. Heute geht es gegen seinen Ex-Club. Der MSV Duisburg ist zu Gast im Dreisamstadion in Freiburg. Die Duisburger stecken tief drin in der Abstiegszone. Die Freiburger dagegen, das Team von Trainer Thomas Stamm, haben einen kleinen Lauf hingelegt zuletzt. 7 Punkte gab es aus den letzten 3 Spielen. Die Freiburg in Rot mit Engelhardt und dann Vermey! Die Riesenchance zum 1:0 für den Niederländer. Völlig frei, völlig allein gelassen. Das ist das Manko der Duisburger in dieser Saison. Teilweise stehen sie völlig neben sich. Offensiv allerdings haben sie Qualität, die Duisburger. Balleroberung. Und dann geht Ajani. Das ist Ademi. Ungewollt legt er ab auf Stoppelkamp. Aber der bekommt keinen Druck hinter den Ball. Und so kann Sandrino Braun-Schumacher noch vor der Linie klären. Insgesamt Freiburg das bessere Team. Duisburg lässt viel Raum, viel Platz. Und die nächste Reingabe, da kommt Ontu Jans. Aber nicht mehr vor Keeper Weinkauf an den Ball. Wieder stimmt die Abstimmung nicht in der Hintermannschaft der Duisburger. Offensiv fast nur der Sportclub aus Freiburg zu sehen. Wieder der agile Ontu Jans. Knapp vorbei. Und so steht es immer noch 0:0 in diesem sehr unterhaltsamen Spiel. Auf der anderen Seite Einwurf Duisburg. Und dann kollektives Reklamieren. Die Duisburger wollen Elfmeter. Und der Unmut ist zu verstehen. Denn Treu stoppt den Ball mit dem Unterarm herunter. Das hätte Elfmeter geben müssen. Der Unmut ist groß. Auch bei Duisburgs Trainer Hagen Schmidt. Duisburg jetzt besser im Spiel, presst hoch, wartet auf Fehler der Freiburger und da ist einer. Wagner verliert den Ball. Fleckstein auf Ademi, Orhan, Ademi, Atubolu im Kasten der Freiburger hält. Aber es geht weiter und jetzt ist die Gefahr gebannt. Und das war die letzte Offensivaktion der ersten Hälfte. 0:0 zur Pause, aber Duisburg kommt so langsam in Schwung. Die zweite Hälfte. Freistoß Freiburg. Vermey ist das. Legt ab auf Kammerknecht. Und dann eine Riesenrettungstat von Weinkauf, der genau richtig steht und noch mit der Brust dran ist. Auf der anderen Seite die Duisburger mit der ersten Angriffsbemühung der zweiten Hälfte. Und jetzt der Pfiff. Es gibt Elfmeter. Diesmal pfeift Schiedsrichter Lechner. Handspiel von Taurianen. Und da kann ich nicht ganz mitgehen. Voll in der Bewegung, der Arm angelegt. Und da geht der Ball an den Ellbogen. Diesmal gibt es den Elfmeter und Ademi nimmt sich der Sache an. Orhan Ademi, Atubolu hat ihn sicher. Was für ein schwach geschossener Elfmeter von Ademi. Und immer noch keine Tore in dieser Partie, in der es richtig turbulent zur Sache geht. Wieder Ontu Jans. Und dann geht Weishaupt zu Fall. Aber das Spiel geht weiter. Kein Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. Und das ist eine Fehlentscheidung. Denn Fälscher berührt hier nicht den Ball, wie hier zu sehen ist, sondern geht nur in den Mann und trifft ihn auch. Wieder liegt der Schiedsrichter daneben. Danach beruhigt sich die Partie ein wenig. Wir sind schon in der Schlussphase. Wieder das Duell. Weishaupt gegen Fälscher. Weishaupt lässt Fälscher stehen und Fleckstein und rutscht dann weg. Weinkauf ist zur Stelle. Und das hat Körner gekostet, dieser Solo-Auftritt von Noah Weishaupt. Der anschließende Eckstoß. Engelhardt, der wird gefährlich. Engelhardt mit dem Uwe Seeler Gedächtniskopfball ganz knapp daneben. Bei beiden Teams schwinden die Kräfte. Nochmal ein Konter der Freiburger. Und der Niederländer Vincent Vermey zieht nochmal an.
Vermey gegen Quadvo. Verliert das Duell. Aber Kammerbauer kommt und Quadjo holt ihn von den Beinen. Es gibt Elfmeter. Was für ein Fehler von Leroy Quadvo. Erst macht er es gut, aber dann sieht der Kammerbauer nicht kommen, der eingewechselt wurde. Und die Chance zur Führung. Leopold macht ihn. 1:0 Freiburg. Und es folgt der Abpfiff unmittelbar danach. Der SC Freiburg schlägt Duisburg durch einen Last-Second-Punch mit 1:0 und entfernt sich weiter von der Abstiegszone.